Jo Leute, willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy 7. Wir haben das letzte Mal... What the fuck? Wir haben das letzte Mal die Shinra-Villa unsicher gemacht. Haben einige nette Items abgestaubt, unter anderem auch Vincent Valentine als Charakter bekommen. Dann haben wir noch die Substanz, bzw. Materia, wo habe ich sie denn? Hier, Odin erhalten. Eine wirklich sehr coole Substanz, wie ich finde, also... Odin ist eine meiner Lieblingsbeschwörungen. Aber wie gesagt, nur eine davon. Und yeah, jetzt sind wir auf dem Berg Nibel. Yeah, und zwar immer noch auf der Suche nach Sephiroth. Er hatte ja vorausgesagt, dass er hier den Berg überqueren möchte. Wir kennen den Berg noch vom Anfang des Games. Und yeah, wir müssen jetzt einfach zum... Ja, zum Gipfel den Berg überqueren, whatever. Ich hoffe, dass der Sound jetzt hier nicht hinterher laggt. Ich habe jetzt schon bemerkt, dass es bei meinen letzten Videos auch wieder der Fall war, wie bei meinen aktuellen Kingdom Hearts 2 Videos, dass der Sound hinterher laggen tut. Es nervt mich wirklich abgöttisch. Hallo? Wo müssen wir? Ach, da. Ach, da bin ich. Okay. Hier bin ich. Hier ist eine Kiste mit einem Runenschwert erhalten. Oh, die Kiste ist verschwunden. What the fuck? Ein Runenschwert. Oh ja, ist sogar besser. Ja, es ist besser. Nur, die Schlitze gefallen mir nicht, weil sie nicht miteinander verkoppelt sind. Also nein, deswegen werde ich dieses Schwert nicht anrüsten. So, es geht weiter. Oh no, ist ein Zufallskampf. Es kann wirklich sein, ich habe jetzt an den Einstellungen von Hypercam ein bisschen was verändert. Es kann wirklich sein, dass es der Sound jetzt etwas hinterherlegen möge. Was ich allerdings nicht hoffe. Wenn es so sein sollte, dann werde ich das im nächsten Video auf jeden Fall wieder beheben und ich hoffe, ihr habt jetzt auch viel Spaß. So, wir haben hier neue Gegner auf dem Berg Nibel. Irgendwelche komischen, was sind das für Viecher? Schallgeschwindigkeit. Okay, interessanter Name. Also irgendwelche blöden fliegende Drecksviecher, die allzu schwach sind. Nicht allzu stark. Yeah! Ja, Vincent. Warum ich Vincent in der Gruppe habe? Das hat mehrere Gründe. Zum ersten ist Vincent, finde ich, ein sehr cooler Charakter. Also er gefällt mir persönlich sehr interessant. Sehr interessant, sehr gut. Zum zweiten besitzt er sehr interessante Limit Breaks, die ich auch bald mal demonstrieren werde. Zuerst werde ich ihm einen Hyper geben. So. Und zum dritten ist er ein sehr schneller Charakter. Also er kommt sehr schnell dran. Ich werde mich mal nach seinem... Geh mir mal einen Statusbildschirm. Ich werde mich mal nach seinem... Vitalitäts... Nee, Geschick. Nach seinem Geschickwert erkundigen. 30? Okay, verhältnismäßig niedrig. Aber... Trotzdem ist er eigentlich einer der schnellsten in der Gruppe, weil er kommt wirklich sehr schnell dran und meistens auch vor den anderen. Und deswegen finde ich ihn auch so klasse. Deswegen nehme ich ihn auch in die Gruppe. Hier auf dem Berg Nibel gab es auch einige Items, die man abstauben kann. Allerdings kann es sein, dass ich was vergesse, weil ich mich an diesen Dungeon eigentlich auch nicht mehr so gut erinnern kann. Flachlegen. Was für eine interessante Attacke. Oh ja. Vincent, Flachlegen. Oh Gott, wie pervers. Aber das macht nichts. Ich bin im Limit. Ich bin im Limit. So. Vincent ist ebenfalls im Limit und das werde ich gleich mal demonstrieren. Das Gallianische Biest. Genau, Limit kann... Vincent kann sich ja in verschiedene Dämonen verwandeln. Oh, das finde ich so geil an ihm. Wahnsinnstanz. Oh. Es ist allerdings der einzige Nachteil, man kann ihn nicht mehr kontrollieren, wenn er sich verwandelt hat. Also er macht dann von sich aus die Attacken. Also man weiß halt nicht, was er macht. Biesterflamme. Auch eine sehr coole Attacke, wie ich finde. Boah, geht auch auf... Boah, Hammer! Leute, Hammer! 3000 Schaden, ne. Fast 4000 Schaden, ne. Und ich muss sagen, er sieht ein bisschen aus wie Behemoth. Er hat eine gewisse Ähnlichkeit. Also, sehr geil. Sehr geil. So, hier geht's nach oben. Hier geht's nach oben. Ich weiß gar nicht, ob es hier oben was gab. Ja, da oben gibt es etwas. Hier geht es aber nicht weiter. Ich muss also außen rumlaufen. Da oben ist eine Kiste, wie wir gesehen haben. Die möchte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Natürlich nicht. Ne, ne, also ja. Vincents Limit-Attacke, richtig geil. Richtig geil.
So, jetzt werde ich mal... Ah, zweimal Miss. Das ist natürlich scheiße. Aber egal, Hauptsache nicht den Meteor Drive. Den wird sie ausführen. Bounce. Bounce. Yeah, einer schon mal down. Delfinschlag ist auch schon down. Yeah. Perfect. Man sieht also schon, meine HP-Werte, also von Cloud 1829, Meteorschlag erhalten. Yeah. Sehr geil. Ich habe bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mit HP Plus gearbeitet, also mit der Materia. Ich möchte das auch erstmal noch gar nicht. Ich werde mir das für später aufheben. Deswegen sind meine Werte vielleicht noch ein bisschen niedrig. Platin-Barrett erhalten. Okay, das dürfte ein Helm sein. Ausrüsten. Oder eventuell sogar ein Zubehörteil. Wir sehen uns einfach mal das Item an, das wir bekommen haben. Wo haben wir es denn? Müsste ganz unten sein. Ach nein! Eine Waffe für Nanaki. Okay. Okay. So, der Limit. Ja, yeah, der Meteorschlag ist auch noch auf Ebene 3. Das heißt, wir haben jetzt, oder ich habe jetzt alle Limit Breaks von Tifa erlernt. Bis auf ihr ultimatives Limit. Stufe 4 ist immer nur eine Limit Break Attacke, weil das die ultimative Limit Break Attacke ist. Die man allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt erlernen kann. Ich glaube, man kann alle Limit Breaks auf CD3 erlernen, bin ich der Meinung. Oder auf CD2 schon. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, sehr geil. Sehr geil. So, yeah. Ich möchte jetzt auch ein bisschen mit Final Fantasy 7 vorankommen, weil ich denke, ich bin auch bald auf CD2. Und es wird jetzt ruckzuck gehen. Wir werden auch bald unseren nächsten Charakter bekommen. Viele von euch werden auch wissen, um wen es sich handelt. Und darüber bin ich auch schon sehr erfreut. Na, 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 na. Yeah. Yeah, yeah, yeah. So, ich muss sagen, die Gegner geben eigentlich auch nicht sonderlich viel Erfahrungspunkte. Aber besser wie gar nichts. Also, wirklich in der Höhle der Gi, da konnte man sich so richtig aufpowern. Wer an dieser Stelle sein sollte, dem empfehle ich das auch, weil wir werden, glaube ich, in nächster Zeit erstmal kein Dungeon sehen, wo es so viele Erfahrungspunkte zu sehen gibt. Und Training ist immer gut. Ist immer gut. Dann möchte ich noch was zu meinem aktuellen Special sagen, was ich ja am Laufen habe. Ach, jetzt werde ich einfach mal Ramu heraufbeschwören. Weil ich... Ach, der Name ist so pervers von der Attacke. Er ist so pervers. Ja, Winston im Limit Mode. Werde ich mir aufheben. Let's Special nennt's. Also ein Special habe ich ja gerade am Laufen. Ich habe das erste Video auch schon hochgeladen. Und zwar möchte ich für ganz besondere Let's Player ein paar Videos machen. Beziehungsweise ein Werbevideo, ein richtig Hammer-Werbevideo. So eine Art auch Tribute, könnte man sagen. Der erste war ja ShortyCuber. Erstmal an dich auch einen fetten Gruß jetzt. Und das wird der erste Part meines Specials sein. Es werden natürlich noch weitere Videos folgen, ganz klar. Ich habe auch schon den nächsten Let's Player im Sinne. Ich werde allerdings noch nicht verraten, wer es ist. Also lasst euch ein bisschen überraschen. Und ja, erstmal so viel dazu. So, es geht weiter über die Hängebrücke. Ja, wir erinnern uns, die Hängebrücke ist ja damals auseinandergebrochen. Jetzt wurde sie wohl wieder aufgehangen. Und wir sehen auch schon im Hintergrund den verfluchten Reaktor. Ach nein, das ist eine andere Hängebrücke. Entschuldigung. Das ist wieder eine andere Hängebrücke. Was haben wir? Ach ja. Wie süß. So, jetzt werde ich mein galianisches Biest wieder einsetzen. Bounce. Denn auch bei Vincent ist es so, je öfter man seine Limits anwendet, umso schneller erlernt er neue Limits. Oh yeah. Also ich finde die erste Verwandlung sehr geil. Also hier dieses galianische Biest. Oh, Wahnsinnstanz. Er macht doch so derbe viel Schaden mit seinem mit seiner zweiten Attacke. Aber auch das ist ganz in Ordnung. Ganz in Ordnung. Wie gesagt, der einzige Nachteil ist, dass man ihn nicht steuern kann, aber ich denke, das ist auch kein zu großes Hindernis. Er greift ja nicht die Party selber an. Er greift ja nur die Gegner an. Und deswegen finde ich das ganz gut. Yeah! Perfekt. Unter anderem ist das auch seine einzige Verwandlung in dem Game Dirge of Cerberus, wenn wir uns erinnern.
Okay, wir sind also hier angelangt, in dem, ja, Röhrendungeon, könnte man sagen, in den Ausläufern des Reaktors. Ich würde sagen, an dieser Stelle ein Cut und das nächste Mal geht's dann genau an dieser Stelle weiter, denn auch im nächsten Video werden wir etwas ganz Besonderes bekommen. Bis dann, euer Lucifo.